Warum diese einfache Formel so extrem wichtig ist und du niemals eine Wärmepumpe kaufen solltest, ohne diese Formel gut zu kennen, erfährst du in diesem Video. Servus aus meinem Bastelkeller. Ja, heute geht es ums Thema Wärmekapazität bzw. Wärmeenergie. Ja, warum mache ich das Ganze? Ja, es ist mir persönlich ein bisschen ein Anliegen. Die letzte Zeit kommen immer wieder Anfragen oder relativ viele Fragen sind bei Wärmepumpen immer bezogen auf Volumenstrom, Energie, warum funktioniert das, wie funktioniert das? Und ich finde es einfach sehr wichtig, dass man diese Formel mal einfach verstanden hat, um was es eigentlich geht, warum eine Wärmepumpe niedrige Temperaturen braucht, auch zum Beispiel, warum die Spreizung so gering sein sollte, ja, warum die dann auch zwangsweise gering sein muss. Ja, das hat alles zu tun mit dieser Formel. Ja. Und jetzt haben wir gedacht, mache ich mal ein Video und versuche das mal ein bisschen aus meiner Sicht das zu erklären. Ich meine, das ist jetzt keine neue Formel nicht. Das kann man ja irgendwo nachgoogeln, nachschauen. Ja, das ist jetzt eigentlich kein Problem nicht. Das Problem ist halt, dass das immer ja, erklärt wird von meistens von Wissenschaftlern oder eben sehr trocken erklärt wird. Ich versuche es jetzt heute mal ein bisschen ja, lockerer zu erklären, dass man das Ganze einfach mal verstanden hat, wie das so funktioniert mit der Wärmekapazität und mit der Energie. Ja. Und dann würde ich sagen, als allererstes erkläre ich mal ganz kurz die Formel, ja, wie das Ganze so funktioniert. Ja, Q ist die Energie, ja, die dann irgendwo am Endeffekt rauskommen sollte oder die man berechnen will. Ja, das ist die Energie. M ist die Masse. In dem Fall jetzt, wir rechnen ja jetzt in dem Fall jetzt in unserem Beispiel mit Wasser. Ja, also ist einfach die, ja, die Wassermenge, kann man sagen. Ja. C ist die spezifische Wärmekapazität von Wasser, in dem Fall jetzt. Hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, aber spezifische Wärmekapazität ist einfach nur eine Konstante. Bei Wasser liegt die Konstante bei 4,19. Ja, müssen wir einfach mal merken, 4,19. Und dann haben wir noch ein Delta T. Delta ist immer der Unterschied. Ja, und in dem Fall ist der Unterschied von der Temperatur. So, was können wir damit jetzt berechnen? Ja, wir können jetzt zum Beispiel die Energie berechnen, ja, oder die Wattsekunden Joule. In dem Fall, ja, das wird den meisten aber jetzt wenig bringen. Ja, die meisten wollen wahrscheinlich irgendwie sowas wie eine Leistung haben. Ja. Und Leistung ist halt einfach eine Energie pro Zeit. Ja. Also kann man das Ganze ein bisschen umstellen und das mache ich jetzt mal auch. A few moments later. Ja, ich habe jetzt die Formel mal ein bisschen umgestellt, da man damit einfach besser arbeiten kann. Ja, ist jetzt vielleicht mathematisch oder physikalisch nicht ganz hundertprozentig richtig, was ich so mache. Von den ganzen Einheiten und so weiter. Aber ich stelle das halt so um, dass ich das in der Praxis einfach verwenden kann. Ja. Das heißt, ich habe jetzt hier einmal die Watt. Die Watt will ich ja wissen bei einer Wärmepumpe. Ja, 3000 Watt sind 3 Kilowatt. Das kriegt nur jeder irgendwo zusammen. Ja. Und da kann man das Ganze eben leichter berechnen. Ja. Watt ist gleich die Liter, die durchfließen ja, pro Stunde. Wir beziehen das Ganze immer auf eine Stunde. Das ist ganz wichtig, ja, weil die Kilowattstunden, die beziehen sich ja auf die Stunden, ja, auf die Stunde, ja, auf die volle. Dann habe ich das Ganze mal 1,16 und mal Delta T. Delta T, ja, das ist der Temperaturunterschied. Wenn ich jetzt in dem Fall jetzt einfach eine Wärmepumpe nehme, die eine Spreizung fährt aktuell von ungefähr 4 Kelvin, also sagen wir mal 34 Grad Vorlauf und 30 Grad Rücklauf, dann habe ich eine Spreizung von 4 Kelvin, ja, also ein Delta von 4. So. Die Liter sind klar, ja, nehmen wir jetzt in dem Beispiel mal einfach 700 Liter pro Stunde, ja, so irgendwo so, wäre bei mir jetzt ganz grob, ja, so bei 0 Grad Außentemperatur, da habe ich ungefähr solche Werte. Ja. Aber wie gesagt, das ist bei jedem anders, das ist nur ein Beispiel jetzt, um das Ganze zu verdeutlichen. Also nehmen wir jetzt einfach mal 700 Liter, ja, um das Ganze jetzt mal irgendwo zu rechnen. 700 Liter pro Stunde. Ja, das kann man zum Beispiel von einem Wärmemengenzähler, der nichts anderes macht, ja, ablesen, beziehungsweise auch von der Wärmepumpe selber ablesen. Ja, viele Wärmepumpen haben ja irgendwo eine Anzeige drin, wie viel Liter pro Stunde das durchgehen. Zur Not kann man das Ganze auch mit einem mechanischen, ja, mit so einem Tacosetter oder sowas, gibt es ja auch, kann man das auch so ganz überschlagsmäßig mal berechnen. 700 Liter pro Stunde mal die 1,16. Wo kommen die her? Ja, das mag ich auch noch ganz kurz klären. Ich habe vorher was gesagt von 4,19 Kilojoule pro Kilogramm mal Kelvin. Das ist
die Einheit oder die Wärmekapazität von Wasser. Ja? Also es sind quasi 4190 Kilojoule. Kilojoule sind Wattsekunden. Und weil wir das Ganze ja pro Stunde haben wollen, ja, teilen wir das Ganze durch 3600 Sekunden. Ja, dann kürzt sich da alles weg und dann habe ich im Endeffekt 4,19 durch 3,6. Ja, und das Ganze ergibt dann 1,16. Ja, also das ist nur dazu. Aber das ist jetzt gar nicht so wichtig. Wichtig ist nur die Formel jetzt erstmal, dass man das Ganze irgendwo berechnen kann. Also haben wir jetzt dem Beispiel mal 700 Liter pro Stunde, ja, mal die 1,16 mal ein Delta T, haben wir jetzt in dem gesagt, von 4. Ja, ja, auch blöd, was ich mache. Machen wir einfach mal ohne Einheiten, das ist einfacher zu rechnen. 700 Liter mal die 1,16 mal 4, ja, das ergibt dann irgendwo so, ich habe es vorher ausgerechnet, 3248. Ja, 3248 Watt. Ja, also sind es im Prinzip, könnten wir jetzt sagen, 3,2 kW ungefähr, was die Anlage dann an Leistung aktuell hat. Ja, das Ganze ist, wie gesagt, extrem wichtig und ich finde es wirklich auch wichtig, dass es jeder weiß, der eine Wärmepumpe kaufen will, der sich mit dem ganzen Thema befasst und vor allem diejenigen, die immer versuchen, gegen Wärmepumpen ja, blöd zu reden. Ja, das finde ich persönlich einfach doof. Ich habe da teilweise Kommentare, ja, Wärmepumpe ist ein Perpetuum mobile, ich stecke 1 kW an Leistung rein, kriege 4 kW raus. Schön, dass man schon was von Perpetuum mobile gehört hat, aber in dem Fall ist es einfach nur doof. Ja. Das ist einfach nur ja, Physik. Ja, ich nehme ja nicht, das Teil multipliziert ja keine Wärme mit nichts, sondern die Wärmepumpe nimmt die Wärme von draußen. Ja. Aber ich denke, dass ihr die meisten, die meinen Kanal schauen, das sowieso wissen, denke ich mal. Ist jetzt einfach mal so ein Beispiel, wie man es rechnen kann. Das Ganze kann man natürlich jetzt auch umstellen. Ja, und das ist auch mal ganz interessant. Das kann ich ja jetzt auch umstellen auf die Liter. Das heißt, wenn ich jetzt eine Leistung habe und ich will einfach nur mal schauen, wie viel braucht mein Heizkreis denn bei einer bestimmten Spreizung X. Ja, dann kann ich das Ganze ja auch umstellen. Ja, dann gehe ich einfach her, nehme das da rechts und schreibe es drunter hin. Das heißt, Liter, was im Endeffekt rauskommt, ist gleich die Watt geteilt durch 1,16, ja, mal Delta T. Ja, jetzt könnte man zum Beispiel sagen, okay, ich weiß, ich brauche 3248 Watt geteilt durch die 1,16 mal das Delta T, diese 4 Kelvin Spreizung will ich haben, ja, dann habe ich brauche ich einen Volumenstrom von 700 Liter pro Stunde, damit ich die Leistung irgendwie habe. Ja, wenn ich jetzt das Delta T verkleinern will, warum auch immer, sagen wir mal, okay, wir wollen 2 Kelvin Spreizung fahren statt 4 Kelvin, ja, dann habe ich halt nicht 700 Liter, dann habe ich halt 1400 Liter. Physik ist immer die gleiche. Genauso gut kann ich es natürlich andersrum machen und sage, okay, ich habe 8 Kelvin Spreizung, weil zum Beispiel nicht so viel geht durch den Heizkreis, dann habe ich hier nicht 700 Liter, sondern 350 Liter. Ja, und mit der Leistung, ich glaube, ich habe es schon verstanden, was ich damit sagen will. Extrem wichtige Formel, damit man seinen Heizkreis mal ein bisschen optimieren kann. Ja, und das ist auch der Grund, warum eine Wärmepumpe so einen extrem hohen Volumenstrom braucht im Vergleich zum Beispiel zum normalen Ölkessel oder so. Ölkessel hat eine sehr hohe Spreizung, ja, da können wir mit 4 Kelvin nicht hin, sondern beim Ölkessel, da geht man irgendwo im Bereich von 50 Grad und mehr, geht man quasi vom Ölkessel raus und kommt dann, was ich, mit 35 Grad oder so wieder zurück, vielleicht 40 Grad. Das heißt, da habe ich so 15 Kelvin, sage ich mal, irgendwo im Bereich 15 Kelvin Spreizung, vielleicht auch nur 10 Kelvin bei besser eingestellten Anlagen. Aber das sieht man jetzt schon, ja, also wenn ich jetzt 15 Kelvin Spreizung habe, ja, und ich brauche mit der Wärmepumpe wegen Effizienzgründen, das geht nicht mehr nur um die Effizienz, ja, zum Beispiel nur 5 Kelvin, die ich haben will, ja, dann sieht man schon, dass das dreimal so viel ist. Ja, das heißt, ich brauche auch dreimal so viel Wasser, das ich in der Anlage quasi umpumpen muss. Ja, jetzt wenn der Heizkreis das schafft, weil man recht dicke Rohre irgendwo hat, recht große Heizflächen, Fußbodenheizung mit ja, dicken Rohren, wo es einfach gut ausgelegt ist, ist es gar kein Problem. Ja.
Problematisch wird das Ganze immer, wenn man ja so erfahrungsgemäß so 80er Jahre Bauten, da hat man mit den Heizkörpern recht häufig gespart, warum auch immer. Früher war es teilweise besser, da hat man sehr, sehr dicke Rohre verbaut, da geht genügend Volumen eigentlich durch. Aber so die 80er Jahre, so erfahrungsgemäß, ist meistens recht schwierig. Da hat man dann so Typ 11 Heizkörper verbaut, also einfach nur so, ja, so Platten irgendwo hin. War irgendwo, ja, optische Gründe, glaube ich. Ja, da wollte man es einfach haben, dass es schöner ausschaut. Ja. Genau, also wie gesagt, das ist jetzt mal so die Grundformel. Kann man natürlich auch umstellen aufs Delta. Ja, wenn man sagt, okay, wie viel Spreizung habe ich dann, wenn ich weiß, ich kriege durch einen Heizkreis 700 Liter durch. Ich weiß, ich will eine bestimmte Leistung fahren. Da kann ich natürlich auch umstellen auf die, ja, auf das Delta. Ja, da kann ich ausrechnen, okay, ich habe eine Spreizung von zum Beispiel 7 Kelvin. Ja, wie gesagt, in meinem Heizkreis schaut es aktuell jetzt so aus, ich kriege fast einen Kubikmeter durch, ziemlich genau im Normalbetrieb, also im maximalen Normalbetrieb. Und dementsprechend ist es kein Problem, dass ich eine Spreizung fahren kann, die Wärmepumpe auch effizienzmäßig gut findet. Ja, das muss man mal schauen. Wenn man dann irgendwann mal über 10 Kelvin Spreizung kommt, dann wird es langsam ein bisschen schwierig. Ja, irgendwo so ganz. Also meine Einschätzung. Ja. Ich meine, klar kann ich auch mit 15 Kelvin Spreizung die Wärmepumpe betreiben, aber es wird dann schon irgendwann, ja, Effizienz einfach ein Problem. Warum wird es zum Problem? Ach, jetzt muss ich mir ein bisschen sauber machen, ganz kurz. Warum wird es zum Problem? Will eine Leistung irgendwo ins Haus einbringen. Ja. Das heißt nichts anderes, als ich habe irgendwo einen Heizkörper, also ich mache so richtig schöne Zeichnungen, gell, dass das klar ist. Ich habe irgendwo einen Heizkörper, ja, und der Heizkörper ist da jetzt irgendwo angeschlossen, ja, mit einmal kommt der Vorlauf rein, ja, und da geht es irgendwo wieder zurück zum Kessel. Ja. Und die meisten von euch kennen das, ja, ich habe irgendwo dann oben 50 Grad bei den alten Anlagen, ja, 50 Grad, unten haben wir gesagt, irgendwo so 35 Grad oder so. Das heißt, oben ist es sehr heiß, unten ist es sehr kalt und ich habe dann irgendwo eine, sagt man mal so eine Mitteltemperatur. Ja, das heißt in dem Fall jetzt irgendwo so 15 Kelvin, das heißt 7,5 Kelvin mehr als hier, dann irgendwo so 42,5 Grad im Mittel. Ja, das ist die Mitteltemperatur, wo man irgendwo sagen kann, das hat der Heizkörper quasi im Schnitt, ja, die ganze Fläche. Jetzt könnte ich natürlich auch hergehen, ja, und sagen, okay, ich betreibe den Heizkörper mit einer niedrigeren Temperatur, dass ich zum Beispiel sage, ich will immer noch meine 42,5 Grad haben. Das heißt, ich gehe jetzt nicht mit 50, 35 rein, sondern ich gehe oben mit zum Beispiel 45 Grad Vorlauf rein, ja, und unten mit 40 Grad Rücklauf. Ja, dann habe ich im Durchschnitt über die ganze Heizfläche habe ich auch wieder 42,5 Grad. Ja, das heißt, unten heizt es ein bisschen mehr, oben heizt es ein bisschen weniger. Ja, aber dafür brauche ich natürlich einen höheren Durchfluss. Ja, ist klar. Anhand von der Formel. Und so funktioniert eine Wärmepumpe. Das heißt, ich erhöhe einfach den Durchfluss und durch den höheren Durchfluss, den ich habe, kann ich mit der Temperatur runtergehen. Und maßgeblich entscheidend für die Effizienz von der Wärmepumpe ist der Vorlauf. Ja. Das habe ich am Anfang einmal nicht so ganz verstanden. Da habe ich auch ein bisschen belehren lassen müssen, bevor ich irgendwas in die Welt hinauströte. Wichtig ist die Vorlauftemperatur bei der Wärmepumpe. Je niedriger die Vorlauftemperatur ist, desto effizienter läuft die Anlage. Ja, ich hoffe, dass das Ganze jetzt ein bisschen klarer geworden ist mit dieser Formel. Ja. Wie gesagt, das wird die meisten von euch wahrscheinlich sowieso nicht so wirklich interessieren. Was mir aber wirklich wichtig wäre, teilt das Ganze an Leute, das ist jetzt nicht eine Belehrung oder so. Ich versuche einfach nur den Leuten das in Ruhe zu erklären, warum eine Wärmepumpe einfach anders funktioniert. Das ist alles kein Hexenwerk. Eine Wärmepumpe ist immer sinnvoller oder in den meisten Fällen sinnvoller als jede Öl- oder Gasheizung. Aber man muss es eben richtig verbauen. Ja? Ich brauche eben viel Wasser im Umlauf, damit das Ganze funktioniert. Ja? Und wenn man halt dann so Sachen halt auch hört, ja, meine Wärmepumpe braucht nur 10 Liter beim Abtauen, ja, ich brauche halt eine Wärmepumpe, ich brauche für eine Wärmepumpe eine bestimmte Abtauleistung. Jetzt kann ich natürlich entweder sehr, sehr langsam abtauen, das funktioniert natürlich auch, ja, ist aber, glaube ich, nicht so ganz das Ziel, was man irgendwo haben will. Ja, das soll ja
beim Abtauen recht schnell gehen. Dementsprechend braucht man eine hohe Leistung, ja, und dementsprechend hat man auch ein kleines Delta, weil ich nehme aus dem Rücklauf vom Wasser, vom Heizkreis, nehme ich ja die Energie für die Abtauung. Ja, und da habe ich ja bei mir jetzt irgendwo im Bereich vielleicht 28 Grad maximal, vielleicht mal 30, recht viel mehr habe ich da nicht. Und diese 30 Grad muss ich dann verwenden, um eine bestimmte Leistung zu erzeugen. Ja? Und das kann ich halt, das kann ich nicht verändern. Ja, diese 1,16 sind fix, ja, die kann ich nicht verändern. Die Leistung ist auch fix von der Wärmepumpe, also kann ich nur den Volumenstrom einfach immens erhöhen. Und nichts anders machen die Hersteller. Ja? Die drehen die Pumpe einfach Anschlag auf und dann funktioniert das. Dann taut die Maschine ab. Ja, dann habe ich irgendwo 3 Kelvin, was weiß ich, vielleicht 4 Kelvin, im schlimmsten Falle Spreizung. Dann kommen 28 Grad kommen quasi zur Wärmepumpe hin und nach der Wärmepumpe habe ich 24 Grad zum Beispiel oder 25. Ja? Ich kann ja nicht unter Null gehen, weil mir sonst Wasser irgendwann eingefriert. Ja, ich glaube, das ist verständlich. Und deswegen brauche ich zum Beispiel beim Abtauen einen extrem hohen Volumenstrom. Und das ist eher so die Begrenzung für die Wärmepumpe als zum Beispiel der Heizkreis selber. Und deswegen, wie in meinem letzten Video auch mal irgendwo ja, so angeschnitten, gibt es auch dieses Bypass-Ventil, dass ich den Volumenstrom beim Abtauen irgendwo herkriege. Ja, das eine ist die Leistung und das andere ist der Volumenstrom. Ja. Ich hoffe, das ist jetzt mal ein bisschen klar. Wenn nicht, schreibt es bitte in die Kommentare. Für mich ist das immer so eine Gratwanderung, erkläre ich es zu genau, zu lang, macht da so ein halbe Stunde Video draus, schaut es kein Mensch und es bringt ja nichts. Ja, man sollte erstmal einfach das gehört haben, einfach mal grob verstanden haben, damit man einfach mal ja, selber darüber nachdenkt, was das Ding eigentlich so macht. In dem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!